Da bin ich, glaube ich. Da bin ich. Ich glaube, ich bin da. Hallo, liebe Leute. Ihr seid ja noch da. Wie vorbildlich. Oh, scheiße. Warte. Willkommen zu unserer zweiten Runde Star Wars Squadrons, liebe Leute. Ich bin Marcellus Wallace und ich bin ein großer Star Wars Fan. Und deswegen freue ich mich besonders, dass ihr hier mit mir am Start seid. Das finde ich sehr gut, das finde ich sehr lobenswert, das freut mich. Das freut mich wirklich, denn wir werden heute die Kampagne weiterspielen zu... Landra habe ich nicht, kann ich dir nachher schreiben. Dass wir hier die Kampagne weiterspielen und vielleicht sogar so weit kommen, dass wir sie nahezu beenden. Ich habe gehört, sie ist nicht so lang. Die Star Wars Squadrons Kampagne, denn meine Mission ist es, fit zu werden für den Multiplayer. Leute, da möchte ich nämlich hin, da möchte ich mich rantrauen, tue ich aber momentan noch nicht. Und ich habe hier zuletzt mit meinem Joystick gespielt, der da vorne ist auch egal. Ihr wisst, wie der aussieht, ist einfach ein Joystick. Und jetzt wage ich jetzt das allererste Mal hier mit dem Gamepad. Das ist das Xbox 360 Gamepad. Das ist das einzige, welches wir neben dem PS4 Gamepad hier im Studio haben. Und da bin ich ganz ehrlich, da kann es auch der Xbox 1, das Original heißt hier einfach Xbox. Vielleicht das nicht, weil das war wirklich ein scheiß Gamepad. Das war ja riesengroß. Aber trotzdem, was ich sagen will, ich bin nicht so der Fan von der PlayStation. Zeig uns nochmal deinen Joystick, bitte. Nee. Nein, tue ich nicht. So, ich gehe mal jetzt hier rein. Oh, ein bisschen Mucke mache ich hier an, schön. Guck mal, ein bisschen Star Wars Musik, hervorragend. So, zack, Achtung. Ja, Joey, ja, wir legen jetzt los. Wir gehen jetzt rein. Shabumsa, da bin ich. Und das ist Star Wars Squadrons. Und wir haben jetzt hier, wir können jetzt hier Quick Match, wir können Multiplayer Training, wir können Story, Alter. Selbst da, alleine das ist jetzt so viel angenehmer. Die Menüauswahl. Das ist schon besser. So, Story, da waren wir jetzt. Ich bin... Continue. Ja, wir machen... Oh, wir, Guck mal hier. Wir sind bei Mission 6. Ich glaube, es gibt 15. Also werden wir heute nicht durchkommen. Da sehen wir unsere Medaillen. Das ist auch nicht so mega erfolgreich gewesen zuletzt. Aber okay, machen wir mal jetzt hier Continue Story. Ich bin gespannt, wie es sich anfühlt mit dem Gamepad und wie schnell ich da jetzt reinkomme. Ich habe ja jetzt im Grunde trainiert auf dem falschen Eingabegerät. Mal gucken, was passiert. Deswegen umso besser, dass ihr mit dabei seid. Achso, ich sitze ganz woanders. Ja, vielleicht nochmal ganz kurz. Ich sitze jetzt hier. Warte mal. Vielleicht ist das diese Kamera? Nee. Die? Nee. Scheiße. Nein, auch nicht. Fuck! Die! Die vier. Oh Gott. Das ist die... Man sieht so ein bisschen... Oh Gott, warte, die Story geht los. Sekunde! Erzähl ich gleich. Ich glaub, zeig uns nochmal, Yannick. Wir wollen Yannick sehen. Okay. Oh, das ist jetzt ja wie inventiert. Man muss nee, warte mal, das geht nicht. Sekunde. Alle lieben Einstellung. Danke, jetzt habe ich Zettel gekriegt, welche Kamera ich drücken darf. Kann ich mal kurz zeigen. So, das wollte ich euch eigentlich zeigen. Das ist jetzt lustigerweise, guck mal, wie klein ich hier sitze. Also ich habe mehr Platz, habe ich nicht. Das ist hier die Rückseite unseres Sets, welches ich euch noch nicht zeigen darf. Aktuell. Und da wuselt gerade der Yannick rum, auf der Rückseite hier. Und da ist so, das ist der Wartungsschacht. Das ist der Trade Run, wenn man in der Star Wars Vokabel bleibt. Und das ist der andere Yannick. Die beiden Yannicks sind noch hier. Und wo ist Yannick? Yannick ist quasi hinter der Wand, hinter Busch und Wand. Das ist Yannick, Ludo Yannick, versteckt. Und ja, so ist das auf jeden Fall. Hier. Gut. Controls. Hier ist irgendwas invertiert. Invert Look. Ich möchte eigentlich nichts. Beides nicht? Weiß ich nicht. Will ich das? Nee, ich glaube nicht. Ich mach mal nein. Okay. Let's go. Besser. Hi!
Bums. Alles klar. Wir können uns... Oh, und ein Y-Wing. Ich liebe Y-Wings. Oh mein Gott. Eines der schönsten Schiffe aus dem Star Wars-Universum. Geil. Okay. Hallo Frisk, erzähl mir was. Da bist du ja. Ich habe in der Werft nach dir gesucht und mich dann stattdessen mit ein paar Ingenieuren unterhalten. Die haben mir erzählt, dass ein ganzer Konvoi neuer Ingenieure vom Imperium abgefangen wurde. Oh, oh. Keine Überlebenden. Klingt, als hätten sie einen Spion bei Hosnian Prime gehabt, der ihnen unsere Pläne verraten hat. Wie du dir vorstellen kannst, macht es allen in der Werft ganz schön Angst. Ich will nachher eine Runde Passat mit ihnen spielen, um Hallo, die Stimmung zu lockern. Meinen Beitrag leisten, du weißt schon. Nur mal so zwischen uns. Irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas Bedeutenderes als abgeschossene Ingenieure. Die Kategorie ist noch nicht umgestellt, ja? Schon den ganzen Tag lang im Besprechungsraum ich sag's nur. Eingesperrt. Ich glaube, wenn es nur um die Ingenieure ging, hätte er uns schon etwas gesagt. Irgendwas muss los sein. Oh oh. Ich wette, dass es etwas mit einer offenen Rechnung zu tun hat. Ein dunkles Geheimnis, das er zurückließ, als er dem Imperium den Rücken zugekehrt hat. Oder vielleicht auch nicht. Was weiß ich denn schon? Was es auch ist, es lässt sich offenbar nicht mit einem riesigen Kampfschiff lösen. Warum gehst du nicht mal selbst zum Besprechungsraum? Vielleicht redet der Boss ja mit dir. Also ganz im Ernst, ne? Diese Dialoge... Die sind ja, die Sprecher sind ja nicht schlecht, aber es ist eine Frechheit. Ey, sorry. Was ist das? Seit wann machen die Videospiele? Kann man das nicht irgendwie in irgendeiner Form natürlich rüberbringen? Das ist doch eine Katastrophe, ganz erstmal ehrlich. Du hast recht, Linden. Meine Kontakte haben deinen Verdacht bestätigt. Sie ist es. Es konnte nur Theresa Carroll sein. Das ist eindeutig ihre Handschrift. Wir kennen sie. Dir ist klar, dass sie Hosnian Prime und den Konvoi nur aus einem Grund angreifen würde. Sie sucht nach Projekt Starhawk. Ich habe Schritte eingeleitet, um sie aufzuhalten. Bevor sie die Nadiri-Werft findet. Bevor mehr Leid geschieht. Linden. Was hast du getan? Entspann dich. Ich habe Theresa nur eine Nachricht geschickt. Oh oh. Nicht zu ignorieren. Angebieft. Schlimmer als Until Dawn. Until Dawn war einfach nur unterirdisch. Und das hier ist einfach hölzern. Ne? Ja, ja, ich bin ja da. Entschuldige mal. Ein alter Schützling von mir, Theresa Carroll, führt die imperiale Suche nach Projekt Starhawk an. Sie wird nicht nachgeben, bis es zerstört ist. Gut, ich habe da einen Plan. Ich habe eine Nachricht verschickt, von der wir wissen, dass sie von einem versteckten imperialen Horchposten nahe Esselis abgefangen wurde. Was für eine Nachricht? Ein Köder für Theresa. Und nun, da der imperiale Posten seinen Zweck erfüllt hat, wird es Zeit für Teil 2 meines Plans. Zerstören wir den Horchposten, lassen wir Theresa glauben, dass wir etwas verbergen. Das macht den Köder wesentlich glaubhafter. Vanguard, ich will, dass ihr mit Y-Flügler mit schwerer Artillerie den Posten in Esselis in die Luft jagt. Zeigt keine Gnade. Eine Korvette begleitet euch, um das Feuer des Imperiums auf sich zu ziehen. Gunny wird unsere Bomber versorgen. Das sind eure Ziele. Wir haben Empfänger am Rumpf als Schwachstellen identifiziert. Zerstört jeden Einzelnen. Zusätzlich müssen die äußeren thermischen Regulierungssysteme und alle Satellitenschüsseln auf der Oberseite des Horchpostens zerstört werden. Wenn ihr das schafft, nehmen wir dem Imperium einen entscheidenden Vorteil und Theresa wird blind in unsere Falle tappen. Spielst du eigentlich eher auf Deutsch oder Englisch? Also ich will das eigentlich, also live spiele ich eigentlich fast ausschließlich Deutsch. Würde ich das Spiel jetzt hier privat spielen, würde ich es wahrscheinlich im O-Ton spielen. Das mache ich aber eigentlich, also nicht immer, auch bei Filmen. Star Wars ist da irgendwie eine Ausnahme. Theresa Carroll war meine rechte Hand bei Foster Haven. Sie war mein Schützling. Sie hat es von einer Weise auf Coruscant zu einer Kapitänin eines Sternzerstörers. Hey, wo guckst du hin? Das Imperium gab ihr alles, darum würde sie alles geben, um es zu beschützen. Deswegen behalte ich gewisse Details für mich. Wenn wir gegen Theresa ankommen wollen, ist jede Information, die durchsickert, ein Risiko. Vertrau mir bitte noch ein wenig länger. Begib dich zum Hangar. Zerelda hat dein Schiff vorbereitet. Zerelda?
Hallo, wieder da. Was habe ich verpasst? Hallo, Terra Daniel. Okay. Ja. Danke für das Briefing. Ich fand auch deinen Beitrag toll, Grace. Ach, du kannst reden mit mir. Gut. Ich muss zugeben, der Plan des Kommandos ist ziemlich clever. Ich liebe diese Suits, ne? All diese Geheimnistuerei und listigen Tricks sind fast schon imperial. Ich weiß, dass die neue Republik besser als das Imperium sein möchte, aber eins muss man denen lassen. Ihre Strategien sind effektiv. Das heißt nicht, dass wir sie abkupfern sollten, aber das hier ist immer noch ein Krieg. Manchmal muss man wie der Feind denken, um ihn zu besiegen. Oh oh, gefährliches Terrain, meine Liebe. Taktische Brillanz uns zugutekommen lässt. Konzentrieren wir uns auf die Mission. Du hast vor allen Dingen schlimme Dialoge verpasst. Die sind, also das ist ja wirklich merkwürdig, die sind ja nicht schlecht gesprochen. Die sind sogar, ich würde sagen, gut gesprochen. Aber diese Pausen sind so unendlich lang. Hallo, Keo. Wenn James von Carol spricht, dann spürt man was, stimmt's? Ihm muss viel an ihr gelegen haben, so wie es ihn schmerzt. Und das Imperium lässt Tyrissa auch nicht zufällig nach James suchen. Das ist was Persönliches. Ich glaube, dass sie beide leiden, tief in ihrem Inneren. Und Leid wird schnell zu Hass. Für Hass, der sich nicht heilen lässt, gibt es keinen Platz in der Galaxis. Wenn wir ihn gewaltsam beenden müssen, dann soll es so sein. Bist du bereit? I'm ready. I'm so ready. Vor allen Dingen mit diesem Y-Wing hier. Leck mich am Zipperli, ist das großartig. Baby. Oh, geil. Y-Flügler können Bomben und andere schwere Sprengsätze tragen. Dadurch sind sie zwar langsam, richten aber viel Schaden bei großen Zielen und Großkampfschiffen an. Oh, Baby. Okay. Primary Weapon. Standardlaser. Lass uns den mal nehmen. Hat dir gefallen? Okay. Okay. An alle Druiden auf den Decks 6 und 7. Oh, warte. Okay, mehr Schilde, weniger Hülle. Schon Bock auf mehr Schilde. Oder? Ich teste das mal aus. Oh. Achtung, Raketenlagerplatz ist abgeriegelt. Sicherheitsprotokolle sind in Kraft. Okay. Okay, cool. Select. Back. Nee, Launch Missen. Da. Alter, der Y-Wing Nero, der ist Liebe. Der ist der Hammer. Ich lieb den. Ich lieb den richtig. Außerdem kann ich gerade keinen anderen wählen. Allein das Cockpit. Da das Imperium die Kommunikation der neuen Republik abhört, glaubst du, dass Tyrissa Carol alles mitgehört hat? Ihr geht es nur darum, den Starhawk zu finden, Frisk. Okay, klar, klar. Schade trotzdem nicht, diesen Horchposten ins Niemandsland zu bomben, oder? Für die Sicherheit unseres neuen Kampfschiffs. Aus keinem anderen Grund. Ich muss jetzt erstmal mit der Steuerung klarkommen. Ich spiel... Oh... Temperance, hier spricht die Vanguard-Staffel. Wir nähern uns... Aha, da mache ich Tempo. Alles klar. Hervorragend. Bei Ankunft solltet ihr imperiale Kommunikation... Wie drehe ich mich? Ihr könnt Ardo und seinem Spionagenetzwerk dafür danken. So, okay. Formieren wir uns mit unserer Korvette. Sie wird uns während des Angriffs Deckung geben. Wo schießen? Dieser Horchposten mitten im Nirgendwo. Wie hat der Boss diesen Ort gefunden? Er entsandte eine Nachricht mit der Absicht, dass das Imperium sie abfangen und den Außenposten preisgeben würde. Den Köder haben sie geschluckt. Glückstreffer, er konnte niemals wissen, dass das funktioniert. Es sei denn, die gesendete Nachricht war so verlockend für das Imperium, dass sie einfach abfangen mussten. Ich liebe das. Das könnte nur so verlockend sein. Das
Das ist der Punkt. Zelda Sambuca, hallo. Aber es könnte sich in eine Falle verwandeln. Das ist schön, dass du hier bist. Oh mein Gott. Guck mal. Ist das schön. Alter. Boah, die Schilde. Guck mal, wie die Schilde um die Corvette drumherum sind. Oh mein Gott, das ist so cool. Das ist so cool. Oh mein Gott. Hallo Mucki. Das ist mein erster Flug, zumindest mit Gamepad. Ich liebe das. Sie setzen alles in Bewegung, um uns zu finden. Ich wette, das Imperium ist außer sich darüber, dass wir ein neues Schiff aus seinen alten bauen. Das ist unser Horchposten. Bei Annäherung störe ich die Sensoren des Imperiums. Klasse, die werden uns nicht kommen sehen. Wir zeigen ihnen, dass man die neue Republik nicht belauscht, ha? Ich hoffe, ich komme klar jetzt gleich. Ich weiß noch nicht mal, wo Schießen ist. So wird das gemacht. Die imperialen Sensoren können uns nicht erfassen. Folge mir 5. Wir führen den Bombenangriff an. Ich hab keine Ahnung, Alter. Ich kenne das Button-Mapping nicht. Mal los. 5, gib denen alles, was du hast. Ja? Gut, du hast es fast geschafft. Auf mein Zeichen heißt es Bomben los. Okay. Wie denn? Press RB. Hab ich gemacht? Ein Überfall. Alarmiert die Teilpatrouillen. Ich hab keine Ahnung, ob es geklappt hat. Gut gemacht. Du bist ein Naturtalent. Aber offensichtlich bin ich ein Naturtalent, also. Wohin fliegt der? Das Übertragungssystem zum Laufen. Wir müssen Verstärkung rufen. Zerstört die Satellitenschüsseln, bevor sie den Notruf senden. Was? Die Schüsseln auf der Station ins Visier. Ohne sie kann das Imperium keine Verstärkung rufen. Steh unter Beschuss. Wo habe ich denn nochmal die Bomben gemacht? Ach ja, RB. Out of ammo. Was? Ich hab keine Schilde mehr. Objekt ist, warte mal. Ich weiß nicht wie. Wie lade ich denn? Alter, ich kenne die Steuerung nicht. Das ist richtig, richtig. Ach, da unten, okay, alles klar. Ja? So, jetzt gehe ich gerade auf. Meine Schilde sind unten. Ist weg, ist weg. Alles klar. Hab ich? Weiter geht's. Okay, es lässt sich wesentlich besser fliegen zumindest als mit Joystick. Big surprise. Tschüss, Yannick. Warte mal kurz, warte kurz. Stopp, Achtung. Einschnitt, zwei... Nee, doch nicht. Fuck. Einschnitt, nein. Zwei Yannicks, wollte ich sagen. Da steht jetzt der andere. Da ist der eine. Warte. Da, guck mal. Ja. Tschüss. Da ist der andere, siehst du? Nicht gelogen. Doch erzählt. So, warte mal, hier auf meinem Zettel steht, auf 6 muss ich gehen. Naja, guck mal, kein Problem. Klappt alles wie am Schnürchen. Ihr könnt oben übrigens abschließen. Entschuldigung, weiter geht's. Ah! Wuhuhu! Baby, Y-Wings! Guck mal, ich brauche überhaupt keine Bomben. Schön unhöflich. So, jetzt aber. Oh, falsche Taste. Es ist mir egal, was wir haben. Ich hab keine Bomben mehr. Wie mach ich denn das jetzt? Ohne Bomben. Kann ich das irgendwie anders machen? Ich hab keine Ahnung, wie ich dieses Schiff steuere. I need help. Ist hier irgendwer, der das Spiel beherrscht? Sie sind jetzt auf Rüstung, ich bin auf dem Weg. Wollen auf dieses Ziel. Du bist jetzt sicher.
Hier, bitteschön. Neue Sprengsätze für dich. Ah, neue Sprengsätze, endlich. Nur noch ein Empfänger übrig. Schalten wir ihn aus. Hab ich geschafft jetzt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Oh shit! Ah. Funktioniert das Übertragungssystem? Gut. Ich komme jetzt gleich wieder rein, Freunde. Ich komme gleich wieder rein. Ich muss nur kurz mich so ein bisschen dran gewöhnen hier. Das ist schon eine komplett andere Steuerung als das, was ich die letzten Male jetzt hier gespielt habe. Das versteht ihr sicher, oder? Ich bin am Rand der Position. Ich habe meine Energie auch auf die Schilde. Weil irgendwie werde ich beschossen. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Ich soll einfach folgen. Bomben, Marcy, Bomben. Ja, meine Bomben sind ja jetzt wieder voll. Jetzt kann ich sie wieder einsetzen. Die thermischen Systeme sind in dem Graben, der den Rand der Station umgibt. Okay. Fliege in den Graben. Da soll ich rein? Okay. Ja, habe ich. Nice. Oh, Thais. Okay, bin mit Nachschub auf dem Weg zu Das ist ein bisschen nah dran, oder? Sekunde, ich schwör's euch. Gebt mir ein paar Minuten, um reinzukommen mit dem Gamepad. Alles wieder im Lot. Das war's. Okay, war's das? Sehr gut. Das ist so viel besser mit Gamepad, ich schwör's euch. Grigori, danke. Du bist auf meiner Seite. Das finde ich gut. Support. Hier ist der nächste Angriffspunkt. Ich soll wahrscheinlich einfach so im Vorbeiflug das machen eigentlich. Ich habe keine Bomben mehr. Scheiße. Oh fuck, ich kann nicht mehr lenken. Stehe unter Beschuss. Gibt's eine Möglichkeit, die Waffen zu wechseln? Fünf, flieg noch einen Grabenangriff. Oh je. Ich hab keine Bomben mehr. Aber so ging's auch. Na, ich kann immer noch kämpfen. Energie auf die Schilde und weg hier. Ich brauche aber neue Munition. Waffen wechseln? Du hast nur eine Bordkanone. Nee, ich meine die sekundäre Waffe wechseln. Davon kann ich ja mehrere tragen. Immer noch. Hinter uns. Ich hab keine Munition mehr. Das ist ja super blöd jetzt. Wie kriege ich nochmal Munition? Wie war das noch gleich? Ich kann auf jeden Fall Verstärkung anfordern. Hab ich dich. Lade nach. Ups, nee, das war was anderes. Nochmal auf den Graben.
habe ich noch eine. Jetzt habe ich welche bekommen. Ich habe welche bekommen. Boah, zum Glück habe ich die starken Schilde ausgewählt. Bin Information. Weich den Jägern aus. Oh, lol. Jede Menge Thais sind unterwegs. Unsere Korvette steht unter schwerem Beschuss. Flieg hin und hilf ihnen, Fünf. Danny kann es Supplies geben, sprich Ammo. Aber wie kriege ich die? Ich muss sie doch anfordern, oder nicht? Ey, immer noch. Weil jetzt habe ich schon wieder keine Munition mehr. Du sollst die Korvette beschützen. Defend the Korvette, aber das ist doch nur ein Bonusziel. Wo ist sie denn? Korvette. Ich weiß nicht, wo sie ist. Habt ihr den Schuss gesehen? Da ist die Korvette. I'm on my way, buddies! So schnell der X-Wing es zulässt, Y-Wing. Oh, der gehört zu mir. Bam! So nämlich. Achtung, ich sehe Thais. Die Korvette hat ihre Schilde verloren. Die Thais dürfen keinen weiteren Schaden anrichten. Oh oh. Oh, das war's gleich mit der Korvette. Ich hab das Gefühl, das war's gleich. So schnell die Korvette hält das nicht durch. Das ist unsere letzte Chance, sie zu beschützen. Oh, scheiße. Und tschüss. Wo? Oh je, shit. Das war überhaupt nicht gut. Okay, aber jetzt so langsam komme ich rein. Das war überhaupt nicht gut, Freunde. Oh je, oh je, oh je. Wo sind meine Ziele? In den Lüftungsschacht und zerstöre den Kern. Lass du so leicht. Oh, die Korvette. Das war nicht gut. Das war nicht gut. Ich hab schon wieder keine Ammo. Der Feind hat dich erfasst. Für Nachschub Y halten. Ups. Alles wieder im Lot. Danke für die Hilfe. Das habe ich gesucht, die. Treffer kassiert. Thermisches System wurde zerstört. Temperaturen steigen an. Malassos, hallo. Das Imperium hat einen riesigen Lüftungsschacht auf dem Horchposten geöffnet. Die thermischen Systeme müssen überlastet sein. Sie versuchen, den Kern zu kühlen. Am Lüftungsschacht sammeln. Ich habe eine Idee. Na los, ist noch eine Korvette von uns. Okay, auf zum Lüftungsschacht. Rein mit dir und flieg vorsichtig. Flieg in den Lüftungsschacht und zerstör die Energiekerne der Station. Okay. Wo geht's denn rein? Hier. Sobald du beim
Da ist kein Ausgang. Oh fuck. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay. Sorry, Freunde. Jetzt aber mal Konzentration. Oh. Das habe ich bis hierher gehört. Na dann los. Schade, das hätte ich gerne nochmal komplett von vorn gemacht. Es muss sehr schlimm anzuschauen sein, Freunde. Das habe ich bis hierher gehört. Na dann los, Finn. Der Lüftungsschacht schließt sich. Boah, Alter. Die Steuerung ist komplett anders. Komplett anders. Ich schwör's euch. Das war überhaupt nicht gut. Das hat mir gar nicht gefallen. Ich liebe es, wenn imperialer Kram brennt. Ja, wirklich. So ist also Boost. Muss ich den gedrückt halten? Oder was? Nee, nur einmal. Oder kann er nur so einen kurzen Boost? Ach, ich habe da unten so quasi Batterien, oder was? Ah, okay, ich verstehe. Alles klar. Das ist echt komplett anderes Spiel mit Gamepad. Die Falle ist gestellt. Zurück nach Hause. Es ist Zeit für den nächsten Schritt. Hoyo! Und Watto so. I'm betting heavily on a Sebulba. Ja. Verzeihen Sie bitte. Aber jetzt wird's besser. Ich meine ja nur, Sie hätten den Horchposten übernehmen können, statt ihn hochzujagen. Überleg mal, wie sehr wir das Imperium damit an der Nase rumführen könnten. Oder wie viele Credits wir verdient hätten. Oh, als deine Truppführerin tue ich mal so, als hätte ich das nicht gehört. Komm schon, Gunny. Willst du mir erzählen, dass die neue Republik keine Infos über das Imperium braucht? Außerdem ist Krieg nicht gerade billig. Tja, da ist wohl was dran. Wenn man einen Sternenzerstörer gestohlen hat, ist alles, was dem Imperium gehört, ein wenig verlockend. Weißt du, wir waren doch mal Rebellen. Aber kaum sind wir eine Republik, müssen wir alles auf ehrliche Weise angehen. Der Commander bereitet eine Falle für Tirissa Carrel vor. Ist das nicht hinterhältig genug für dich? Früher hätte ich sie bis auf ihre Stiefel abgezockt. Aber es ist wohl besser als nichts. Wo er recht hat, hat er recht. Na gut, wir sollten uns an die Arbeit machen. Den Sternzerstörer steuern wäre auch mal geil, sagt Nero DS. Wenn du den Tabletop Games nicht abgeneigt bist, dann empfehle ich dir, wenn du Bock auf sowas hast, empfehle ich dir Armada. Ist ein cooles Spiel. Mhm. Da fliegst du halt die großen Kampfschiffe und unter anderem auch Sternzerstörer. Wirklich cooles Spiel. Zunächst möchte ich euch gratulieren. Ihr habt es geschafft, den Sternenzerstörer Vectorum einzunehmen, wodurch wir den Starhawk-Prototypen früher als geplant vollenden konnten. Und das Imperium tappt im Dunkeln. Sie glauben, dass er sich weiterhin im Bau befindet. Tirissa Carrel wird weiter nach Projekt Starhawk suchen, bis sie es zerstört hat. Es ist an uns, sie aufzuhalten. Dank einer Falschinformation in meiner Nachricht werden wir eine Falle aufstellen. Laut der Falschinformation beschützt ihr eine Lieferung von Magnetkristallen, die für die Fertigstellung des Starhawks benötigt wird. Mit diesem Köder werden wir Tirissa und die Overseer tief in den Savianischen Abyss locken, eine besonders instabile Gegend des Weltraums. Hier werden wir unseren Hinterhalt planen. Keine Sorge wegen des Konvois. Er ist leer und wird von einem Droiden gesteuert. Das bedeutet allerdings auch, dass ihr alles, was ihm im Weg ist, beseitigen müsst. Vanguard, ich möchte, dass ihr diesen Konvoi mit allen Mitteln verteidigt. Wir müssen dafür sorgen, dass es glaubwürdig aussieht. Euer Ziel ist dieser Engpass. Dort wird der Starhawk warten, um die Overseer lahmzulegen. Und hoffentlich auch, um Tirissa gefangen zu nehmen. Es mag simpel klingen, aber nichts im Savianischen Abyss ist simpel.
Macht euch auf eine schwere Mission gefasst. Brace yourself. Hallo Popcorn Panzer und herzlich willkommen zu dieser entspannten Runde. Ein Disclaimer vorweg, die anderen haben das schon eindrucksvoll mitbekommen. Ich spiele das allererste Mal mit dem Gamepad. Ich habe meine erste Runde am vergangenen Freitag mit Joystick gespielt und habe quasi die kompletten Tutorial-Missionen und die komplette Steuerung auf einem anderen Eingabegerät gelernt und muss mich jetzt so ein bisschen eingrooven. Und die Starhawk-Crew? Ist mehr als bereit. Oh, Terra. Ich habe die Crew selbst ausgesucht, nach Erfahrung und Können. Sie wurde monatelang trainiert. Hervorragend. Ich weiß die Unterstützung zu schätzen, General. Es ist ein guter Plan, Lyndon. Sei nur vorsichtig. Ich weiß, dass du persönlich mit dem Captain der Overseer zusammengearbeitet hast. Lass dich davon nicht beeinflussen. Moment, General. Tut mir leid, es passt gerade nicht. Deine Staffel wartet. Ich bin ein Riesenfan von Hera Syndulla. Ich finde sie großartig. Wenn Lyndon recht hat, könnte uns sein Plan Teresa Carroll vom Hals schaffen. Je früher, desto besser, wenn du mich fragst. Lyndon ist fest davon überzeugt, dass er uns in Gefahr bringt. Ich kann ihn einfach nicht dazu bringen, sich auf das große Ganze zu konzentrieren, solange es um Teresa geht. Der Commander ist ein kluger Mann, aber jeder hat so seine Schwachpunkte. Ich frage mich, ob wir ihre Schwachpunkte auch treffen. Wir gaukeln Teresa einen harmlosen Konvoi vor, dem sie folgen soll. Mal sehen, wie lange sie sich an der Nase herumführen lässt. Je länger, desto besser. Als das Imperium Mon Cala besetzte, habe ich gelernt, wie man es leicht in die Irre führen kann. Solange du harmlos aussiehst, unterschätzen sie dich. Ich habe viel Zeit in der Nähe imperialer Truppen damit verbracht, mich dumm zu stellen. Als Barkeeper oder Straßenkehrer. Leute, die nicht bedrohlich wirken. Und am nächsten Tag habe ich der Rebellion alles mitgeteilt, was ich aufschnappen konnte. Es war nicht leicht, aber ich habe gelernt, geduldig auf die richtigen Gelegenheiten zu warten. Denk daran, der Zavianische Abyss ist kein Ort für schwache Gemüter. Und Teresa wird auch einige Tricks auf Lager haben. Augen und Ohren offen halten. Habt ihr verstanden? Yes. Okay, zuallererst. Nerodes, vielen Dank fürs Reinschauen und viel Spaß beim Spielen. Popcorn Panzer, so ein Spiel mit dem Gamepad statt Joystick, hast du etwa eine Wette verloren? Also ganz im Ernst, vielleicht liegt es an dem Joystick, den ich besitze, aber das war überhaupt kein Spaß. Das war richtig schwierig, aber ich muss auch sagen, ich habe halt auch sonst nie mit dem Joystick irgendwie gespielt. Ich hatte große Schwierigkeiten. Der Commander will Teresa also mit einer Falle in die Knie zwingen. Das muss mein guter Einfluss sein. Das Wichtigste an einem Schwindel ist die Glaubwürdigkeit. Wir fliegen in den Zavianischen Abyss. Das tut man nur, wenn man nicht weiß, worauf man sich einlässt oder wenn es das Risiko wert ist. Wie beispielsweise zu verhindern, dass ein Starhawk fertiggestellt wird. Teresa Carroll wagt sich in den Abyss nur, um ein paar Magnetkristalle zu zerstören. Die wird ihr blaues Wunder erleben. Ich bin gespannt, wie unser Starhawk Teresas Flaggschiff bearbeitet. Unsere Ingenieure haben Schweiß und Blut in die Fertigstellung gesteckt. Das ist das Tolle an der neuen Republik. Endlich können wir mit der Stärke des Imperiums gleichziehen. Das wird eine Show. Auf die eine oder andere Art. Oh. Last Geek Tonight, erst einmal danke für dein Interesse, auf unseren Discord-Server zu kommen. Und probier mal den Link in der Stream-Beschreibung, falls der abgelaufen ist. Dann erstelle ich da nachher mal einen neuen. Das ist merkwürdig, dass der abgelaufen ist. Normalerweise habe ich da eingegeben, dass das nicht möglich ist. Dass der auf unbestimmte Zeit ist. Im Zweifel kann dir Lobo einen neuen Link schicken. Und da kommt gerade ein Host rein. Vielen, vielen Dank. Arknika. Oder Agnisa oder Arsinisa? Agnisa. Ich würde sagen Agnisa. Agnika? Agnika vielleicht. Vielen Dank auf jeden Fall. Niki sagt, der andere Link ist auch abgelaufen. Lobo, danke für die Links geben. Merci, Mr. Lobo. Merci. Nee, wie K ausgesprochen. Ist schon richtig. Agnika.
Agnica, vielen, vielen Dank für deinen Raid. Ich freue mich sehr. Einen wunderschönen guten Abend. Einen wunderschönen guten Abend. Was habt ihr Schönes gespielt? Habt ihr auch Star Wars gespielt? Squadron? Oder eben nicht? Hm. Yes. Ich habe Geschichten über den Zavianischen Abyss gehört. Ganze Flotten sollen darin spurlos verschwunden sein. Unseren brandneuen Starhawk dorthin zu schicken, ist ziemlich riskant. Commander Javes muss vollstes Vertrauen in die Ingenieure haben. Und natürlich auch in uns. Immerhin sind wir diejenigen, durch die die List funktioniert. Ich habe mir mal die Pläne des Starhawks angesehen. Es ist nicht einfach nur ein weiteres Großkampfschiff, sondern eine Verteidigung gegen imperiale Flotten. Jeder freie Zentimeter ist mit Lasern und Munition vollgestopft. Aber noch beeindruckender ist der Traktorstrahl. Wenn ich die Pläne richtig interpretiere, dann ist der Traktorstrahl des Starhawks 10-mal so wirksam wie der eines Sternenzerstörers. Das wäre unfassbar. Die Magnetkristalle, die im Traktorstrahl des Starhawks verbaut wurden, sind sehr selten. Einige stammen wohl aus dem Sternenzerstörer, den wir eingenommen haben. Meine Familie hat Unsummen von Credits für Magnetkristalle ausgegeben. Es ist wunderbar zu sehen, dass sie jetzt einem guten Zweck zukommen. Dann stellen wir unseren neuen Starhawk mal auf. Ihre Eltern bauen imperiale Schiffe. Achso, als kleine Randnotiz. Johnny ist auch noch da. Soda Nax, einen wunderschönen guten Abend. Rocket League und dann noch ein bisschen Just Chatting. Klingt aber sehr gemütlich. Schön, dass ihr jetzt hier seid. Übrigens, ich bin Marcellus Wallace. Ich bin Teil der Nerdster Gang. Ich kann euch ja mal ganz kurz zeigen, dass ich normal, dass das hier im Grunde ist, das kein ganz normales. Ich sitze zu Hause und spiele was, sondern wir sind hier. Warte mal kurz, ich werde das mal ein bisschen. Warte mal, was steht hier? Marsha ist die 4. So, pass mal auf. Ich muss sie mal ein bisschen besser einstellen. Pass auf, ich zeige euch mal was. Ich zeige euch mal, wie es jetzt hier aussieht, drumherum. Ich gucke mal, ob ich es bis dahin komme. Sekunde. Ich kann ja jetzt mal euch ein bisschen eine Einführung geben. So, pass auf. Also, ich sitze jetzt hier. Das ist so die kleinste Ecke, die wir gerade haben. Oh, freimachen können. Hier vorne. Denn hinter dieser Wand ist unser Studio-Set, welches wir morgen brauchen und wo ich normalerweise drin gesessen hätte. Und für die anderen Leute, kurz Orientierung, da ist unsere Küche. Da macht Dirk morgens seine Spawn-Sendung. Da ist unser Talk-Set und so weiter und so fort. Aber ich sitze jetzt hier. So undankbar sitze ich hier. Seht ihr das? Wie undankbar ich hier sitze. Es war nichts anderes für mich frei. Ich habe hier quasi ein Raumloch für mich bekommen und entdeckt. Und hier soll ich jetzt sitzen und spielen. Heute Abend. Aber ich finde es trotzdem ganz okay hier. Ich bin gerne hier. Mimimi, nix Mimimi. Saß da wer im Dunkeln? Ich hoffe nicht. Ich bin nämlich alleine hier gerade im Studio. Und ich hoffe nicht, dass hier irgendwo irgendwer sitzt. Der ist nämlich dann eigentlich nicht eingeplant. So, warte mal. Wo ist jetzt nochmal die FS5 auf 6? Zack. Hallo. Danke. Eine TARDIS. Ja, eine TARDIS. Wo ist die TARDIS gewesen? Ich wüsste nicht, dass hier irgendwo eine TARDIS ist. Wo ist deine Regie? Die ist im Feierabend. Ich bin heute meine eigene Regie. Da wollen wir ja hin, dass wir das hier irgendwie alleine können. Es ist von innen größer als von außen. Ach so, okay. Verstehe. Alles klar. Also reicht der Platz. Ich hab's verstanden. Raumwunder. Das reicht doch. Ja, das reicht. Auf jeden Fall. Na klar. Okay. Kann ich noch mit irgendwem sprechen? Nope. Na dann, let's go. Für diese Mission dürft ihr euch einen Jäger selbst aussuchen. Ein X-Flügler, Y-Flügler oder A-Flügler. Jeder hat seine Vor- und Nachteile. Seht euch die Pläne an und entscheidet euch. X-Flügler. Na klar. Ran damit. Ja, ich habe keinen Doctor Who geguckt, deswegen kenne ich die. Habe ich die TARDIS-Funfacts nicht so am Start. Das sieht gefährlich aus. Das ist wie die Handtasche einer Frau. Jo. Auf geht's! Wie ihr sehen könnt, habe ich die Gefahren des Savianischen Abyss nicht übertrieben. Sieh dir die ganzen Blitze an! Theresa Carroll hat offenbar den Köder geschluckt. Ihr Flaggschiff, die Overseer, nähert sich. Viel Glück, Vanguard. Beschützt diesen Konvoi. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Oh je. Du kannst
fühlen, oder? Chaos an jeder Ecke. Wir gehören hier nicht her. Ich will nicht sehen, was passiert. Was passiert, sobald der Starhawk die Overseer deaktiviert hat? Dasselbe wie bei der Victorum, vermute ich. An Bord gehen, die Systeme blockieren und die Crew gefangen nehmen. Alter. Ich weiß nicht, Grace. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Theresa Carroll ohne Gegenwehr mitkommen wird. Gruselig. Ich hasse die Wolken. Wer weiß, was sich da draußen befindet. Das wissen wir doch. Ein Sternzerstörer mit einem Captain, der uns tot sehen möchte. Wirklich hilfreich, Gunny. Danke. Das ist ein bisschen gruselig, oder? Ist das auch ein bisschen beängstigend für euch? Der Autopilot-Droide des Konvois ist nicht intelligent genug, um durch diese Asteroiden zu fliegen. Dann sprengen wir eben einen Weg frei. Oh, Leute, wo fliegt ihr lang? Moment, da! Ein Sternzerstörer. Oder was von ihm übrig ist. Er ist wohl schon eine ganze Weile hier. Oh, sieht aus wie einer aus dem Klonkrieg. Das ist Theresa Carroll entmutigen. Jemanden wie sie ist das Wrack keine Warnung. Es ist nur eine weitere Verunglimpfung. Alter. Augen auf Vanguard. Imperiale Schiffe sind auf dem Radar. Speer. Perfekt. Der Plan funktioniert. Wo denn? Auf dem Radar? Eine gute Show. Sie müssen es euch abkaufen. Oh, da. Lol. Sie haben mich im Visier. Sie sind hinter mir. Hab einen. Danke für die Rückendeckung. Oh. Oh. Okay, Freunde. Jede Menge TIE Fighter. Wieso markiert er nicht die richtigen? Wo ist er? Ich hab die Tasse erwischt, wie sie den Konvoi scannen. Ob sie wissen, dass er kein Magnet ist? Alter, flieg nicht immer im Kreis! Ein Bein weniger. Rumpf steht kurz bevor. Feind wurde zerstört. Reflektorschilde sind deaktiviert. Boah, Alter, was? Wow. Irgendwie habe ich auch das Gefühl, die Bomben sind hier ganz woanders. Als bei dem Y-Wing. Die Raketen. Feind wurde zerstört. WTF? Das ist echt ein Problem. Überlass das mir. Aha, die Taste sind die Raketen mit dem beim X-Wing. Wie gesagt, das ist eher die Umstellung auf das Catherine Kennedy. Worum geht's hier? Ach, es gibt wieder den Hate gegen die moderne Trilogie. Ich verstehe. Wo sind die TIEs? Ziele durch. No Recharge? Ah, da. Auf A. Alles klar. Tai-Bomber, sie werden den Konvoi sprengen. Schnappt sie dir. Wo sind die Bomber da? Thank you.
mich... Boah, ich kann mir noch die Tasten überhaupt nicht merken. Ganz ehrlich. Das wird noch ein bisschen ein Momentchen dauern. Ich muss mich reparieren. Wie repariere ich mich? Da. Okay, aber es wird besser, ohne Scheiß. Es ist auf jeden Fall die richtige Idee, das Ding mit dem Gamepad zu spielen und nicht mit dem Joystick. Hinter mir? Habe ich? Sehr gut. Okay. Man kommt so langsam rein. Puh. So, was steht im Chat? Bereit? Gehen wir. Okay. Ab in den Hyperraum. Schließe mich dir. Nicht nur die moderne, sondern gegen beide Trilogien. Liebe Sternzerstörer, ne? Da ist sie, die Overseer. Endlich, wir haben sie herausgelockt. Nur keine Panik, das ist der Plan. Verteidig den Konvoi und lock die Overseer zum Überfallpunkt. Ihr wollt es mit einem imperialen Sternzerstörer aufnehmen? Die Asteroiden müssen weg, oder die Overseer macht kurzen Prozess mit dem Konvoi. Was soll ich machen? Achso, ihn sprengen. Alles klar. Boom. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Habe ich? Es läuft mir kalt den Rücken herunter. Oh, der hat nicht mehr viel hier. Alter, ist das krass. Zieht euch das mal rein, wie geil das aussieht. Oh, lieber nicht, lieber nicht, lieber nicht, lieber nicht, lieber nicht. Lieber nicht. Jäger starten. Mehr imperiale Jäger, sind nach hinten. Auf die Bomber. Okay, die Bomber. Sie kommen durch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, keine gute Idee, keine gute Idee. Ich bin. Oh Gott. Fuck, nee. Also nicht so nah an den Sternzerstörer ran. Haben wir auch gelernt. Da habe ich den unterschätzt einfach. Imperiale Jäger, sind nach hinten. Der Feind hat mich im Visier. Du musst diese Bombe ausschalten. Abstand bleiben. Sie haben mich erfasst. Sie haben mich erfasst.
Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, geh weg. Jawohl. Boah, geh weg, ey! Wenn du ihre Jäger nacheinander ausschaltest, lenkt sie das ab. Captain Carol und Vanguard starten. Es ist vergebene Mühe. Oh, Alter! Zu viele Jäger! Ich hab kein Interesse an Gefangenen. Sie werden beschossen! Brauchen dringend Reparatur. Alles wieder im Lot. Abstand gewinnen, Abstand. Alter, ich komm gerade nicht so richtig weg hier aus der Schussbahn. Sie haben mich erwischt. Raptorstahl lebt. 34%. Bleibt standhaft. Wir fliegen für die neue Republik. Aber meine Schilde verloren. Oh, fuck. Feuer auf dieses Ziel. Ich habe keine Energie mehr zum Nachladen, glaube ich. Was ist, Sirissa? Ist das Ziel schwerer, wenn es kein wehrloser Konvoi ist? Also Stahl ist bei 61%. Wir haben meine Schilder erwischt. Also Stahl bei 87%. Mach die Falle bereit. Ich will nicht so nah daran, ganz ehrlich. Alter. Oh. Jetzt kommt der Traktorstrahl. Jetzt bin ich mal gespannt. Im Navi-Computer des Konvois war der Sektor und das System, nach dem wir suchten. Wir haben sie genau da, wo wir sie haben wollen. Hyperraumsprung zur Overseer zurückkehren. So schnell können wir nicht springen. Wir könnten in einem Stern landen oder noch schlimmer. Wenn wir bleiben, sterben wir. Weg! Alter. Alter, WTF. Naja, wir wissen, dass der Starhawk funktioniert. Er hat die Overseer wie eine Lotratte rumgeschleudert. Gut so. Die verdammten Imperialen haben Vergeltung verdient, mit Zinsen. Wollen wir nicht einfach einen Todesstern bauen und es schnell hinter uns bringen? Ja, komm schon, Grace. Wir sind immer noch die Guten. Egal, wir haben gewonnen, ja. Wo auch immer sie hingesprungen sind, von der Nummer erholt sich kein Schiff. Wollen wir es mal hoffen. Okay, das war cool. Das war richtig crazy. Ich steig sofort so ein bisschen in die Diskussion ein, die im Chat gerade ist. Puh, okay. Auch hier habe ich mich jetzt nicht unbedingt völlig mit Ruhm bekleckert, aber das war eine coole Mission. Ich fand die von der Story ziemlich cool. Ich mag das, wenn sie
Wenn dann sie, egal ob Rebellion oder Imperium oder, keine Ahnung, Separatisten oder Republik, wenn da neue Schiffe entwickelt werden und die dann das alle erstmal im Einsatz sind und man guckt, okay, klappt es oder klappt es nicht, das sind immer so coole Momente, die ich sehr gerne schaue. Das gab es vor allen Dingen in The Clone Wars, gab es das viel. Da gab es so ein paar besondere Kreuzer oder so, die sie dann entwickelt haben mit neuen Geheimwaffen oder Funktionen oder so. Ziemlich cool. Im Chat wird sich gerade darüber unterhalten, okay, wie ist die neue Trilogie, wie ist die Prequel-Trilogie, die natürlich den meisten Leuten nicht gefällt. Und ich bin da ganz ehrlich, also ich habe es da auch mittlerweile irgendwie aufgegeben, man kann sowieso keinen bekehren. Ich glaube, da ist das Einzige, was mich wirklich nervt und was ich schade finde, ist, dass die Star Wars-Fangemeinschaft so komplett entzweit ist und dass halt sich nur noch gestritten wird, ohne Scheiß. Ey, lasst die Leute das scheiße finden, lasst die Leute das gut finden und versucht niemanden irgendwie eure Meinung aufzudrücken. Zumindest bin ich da momentan auf dem Trip irgendwie eine Diskussion auf einem vernünftigen Level. Okay, die Sequel-Trilogie hat große Schwächen, sie hat aber auch echt coole Momente und sie hat Daisy Ridley, die einen unfassbar großartigen Job gemacht hat. Das kann man überhaupt gar nicht abstreiten. Sie war herrlich. Und wenn das Leute anders sehen, okay, meinetwegen, dann findet es halt irgendwie kacke, aber seid dann in eurem Zimmer ganz alleine für euch und findet es halt kacke. Und habt Spaß an eurer Negativität. Wenn ihr aber versucht, dem Ganzen was Gutes abzugewinnen, dann findet ihr da auch Momente, die echt schön waren. Und bei den neuen Sachen, wenn man da mal wirklich irgendwie einen gemeinsamen Nenner sucht, und das finde ich ist so herrlich an Mandalorian, Mandalorian schweißt da, glaube ich, wieder richtig viele Leute zusammen. Beweist, dass der neue Kram auch wirklich einfach gut sein kann. Fast ausschließlich gut. Und habe ich das Gefühl, bringt die Fans wieder so ein bisschen in einen Raum. Und das finde ich herrlich. Ohne Scheiß. Mandalorian macht sehr viel Gutes für die Fans. Und ich hoffe und ich glaube, dass wir Ähnliches erwarten können von der Obi-Wan-Serie mit Ewan McGregor und von der Cassian Andor-Serie. Ich glaube, dass die auch nochmal eine spannende Seite erzählen, eine Perspektive, die man in Star Wars sonst immer nur aus den Comics und Romanen zu sehen bekommt oder aus den Videospielen. Star Wars ist so viel mehr als diese Lichtschwertschwingerei. Ich find's gut, dass die Skywalker-Saga abgeschlossen ist und dass wir uns neuen Perspektiven und Charakteren aus dem schönsten Universum aller Zeiten widmen können. Ich hätte gerne Star Wars 13 bekommen, um zu sehen, so die Unterwelt von Coruscant, die Verbrechen, das so ein bisschen, Cassian Andor geht da so ein bisschen in diese Richtung, so Unterweltgeschichten, schon ein bisschen Krimi und Mafia-like, und da freue ich mich wirklich drauf. Auch dass Mando momentan einfach ohne Lichtschwert auskommt, finde ich herrlich. Ich hätte gerne Han Solo. Du meinst also Solo 2 oder eine Han Solo-Serie? Also ich glaube, ich weiß nicht, ich glaube vielleicht, keine Ahnung, nee, sie machen es nicht. So gerne ich es auch hätte, glaube ich nicht, dass wir Solo 2 bekommen werden. Das Ding ist so krass gefloppt. Ein Yoda-Film, weiß ich nicht. Ich hätte ihn einfach gerne behalten. Han Solo? Für dich? Naja gut, komm, wir machen weiter. Okay, Titan Squadron, Outer Rim. Zack. Oh wow. Wo sind wir? Outer Rim. Zumindest nicht in einem Stern. Netz 042. Schickt Löschmannschaften. Oh, oh. Sendet ein Notsignal an die nächste imperiale Station. Na, gucken, welche imperiale Station das ist. Es gibt ein altes Munitionslager in diesem System, Captain. Geleitet von Colonel Graham. Ist wohl unser Glückstag. Schick das Signal. Hoffentlich ist Colonel Graham auch das war's noch nicht, Vanguard. Auch jemand, der zu dieser Splittergruppe des Imperiums gehört. Also in mein Territorium. Ohne Einladung. Und dann wollt ihr noch meine Vorräte?
Offensichtlich nicht. General Graf, das Starhawk-Projekt ist fast in Reichweite. Was ich brauche, sind Reparaturen und Munition. Nein. Der Imperator wies mir dieses Depot zu und ich entscheide, wie die Ressourcen eingesetzt werden. Für den Moment schließt das Ihren Sternzerstörer mit ein. Betrachten Sie sich als neu zugewiesen. Die Overseer hat diese Mission auf Admiral Sloans Geheiß begonnen. Admiral Sloan ist nicht hier, Captain. Ich muss mich um Rebellengerillas kümmern. Und das werden Sie jetzt auch tun. Das war's. All I'm saying. Wir sollen gegen Rebellen kämpfen. Wie er will. Wir schützen sein Depot. Und wenn dabei zufällig Munition verloren gehen sollte, nun ja, Glück für uns. Ma'am, die Vorschriften verbieten so etwas ausdrücklich. Ich gebe mich nicht geschlagen, weder von Vanguard noch von aufgeblasenen Idioten oder sonst wem. Bitte, Ihr Urteilsvermögen ist in Ordnung. Ruf die Titanstaffel. Sofort. Oh oh. Können wir reden? Ja, wir können reden. Na klar. Das hätte besser laufen können. Wer hätte gedacht, dass ein zusammengeschustertes Kampfschiff gefährlicher ist als der Zavianische Abyss? Die Koordinaten der Werft hätten uns fast die Overseer gekostet. Sieh dich nur um. Das Deck unter uns ist noch schlimmer dran. Und hast du gehört, dass sie nicht mal die Munition bereitstellen, mit der wir uns wehren können? Kein Wunder, dass Captain Carroll ausrastet. Wir stehen das durch. Die Schlachttruppe Echelon war nach der Konfrontation bei Mary Sea ohne Versorgung. Das Flaggschiff des Admirals war eingenommen. Aber sie haben sich zusammengerafft. Den Feind abgewehrt, Reparaturen in feindlichem Gebiet vorgenommen und eine Rettungsaktion eingeleitet. Und als sie soweit waren, haben sie die Rebellen vernichtet. Es gibt immer einen Ausweg, eine Möglichkeit zum Sieg. Unser Captain hat uns zu sich bestellt. Lassen wir sie lieber nicht warten. Mouse Droids Inspect. Oh, die will ich mal gucken. Komm her, komm her, komm her. Okay. Da mal rein. Briefing. Örtliche Rebellen planen einen Angriff auf das Munitionsdepot von Colonel Graham. Ihr werdet in der Umgebung patrouillieren und das Depot vor dem Angriff schützen. Graham ist ein Narr. Aber seine Ressourcen gehören dem Imperium und damit auch uns. Während eurer Patrouille wird Titan 3 heimlich die Station, die Frachter und die Frachtshuttles nach Baradium durchsuchen. Das ist ein explosives Material, das uns im Kampf gegen den Starhawk helfen wird. Markiere das Baradium, damit LT-514 es aus der Entfernung sichern kann. Solange Graham mit dem Rebellenangriff beschäftigt ist, eskortierst du das Baradium zu Overseer in Sicherheit. Laut dem Colonel besitzen diese drei Türme große Munitionslager und sind die Hauptziele der Rebellen. Das sind quasi Pulverfässer. Wenn wir diese Türme verlieren, verlieren wir auch die Depots, wodurch die Overseer ohne Schutz dasteht. Solange die Reparaturen noch nicht abgeschlossen sind, können wir es nicht mit der Republik aufnehmen. Sichert das Baradium und stoppt den Angriff der Rebellen. Dann könnt ihr das Dramatic-System verlassen. Ihr seid auf euch allein gestellt, Titanstaffel. Gebt alles für den Sieg. Ich habe mich noch nicht entschieden, ob ich das cool finde, dass man ständig hin und her wechselt zwischen Imperium und Neue Republik. Ich finde, also was halt cool ist, dass man halt quasi in Echtzeit die andere Perspektive erlebt. Aber für mich wäre es, glaube ich, spannender, wenn ich jetzt irgendwie die Rebellen spielen würde und danach würde ich die Imperialen spielen und würde diese Meilensteine wiedererkennen und wüsste dann, ah fuck, okay, das war jetzt gerade diese Schlacht, die ich halt da verloren habe oder da gewonnen habe oder so. Ich finde dieses Hin und Her finde ich nicht so glücklich. Ich schulde dir und dem Rest der Titanenstaffel eine Entschuldigung. Beim Angriff auf die Overseer wurde mir klar, dass mein Wissen über Krieg nur aus Büchern stammt. Langsam begreife ich, wie es sich anfühlt, im Cockpit zu sitzen, unter Beschuss. Es muss schrecklich sein. Und doch nimmst du mit den anderen täglich dieses Risiko auf dich. Ich tat diesen Posten an, um zu lernen. Mein Weg ist wohl noch weit. Ich weiß, dass Colonel Graham falsch liegt,
Aber seine Munition zu stehlen, kommt mir drastisch vor. Captain Carroll hat recht damit, dass Admiral Sloans Befehle über denen von Graham stehen. Wir haben keine Wahl. An die Arbeit. Es gibt viel zu tun. Hallo Juli. Nee, ich würde dich bitten, mal einen Blick zu riskieren in unseren Spielplan. Ausrufezeichen Spielplan, dann siehst du, was diese Woche ansteht. Warum sind es immer die endstürmigsten Offiziere, die ihr bisschen Macht so heraushängen lassen? Graham kann sich in diesem jämmerlichen Winkel der Galaxis aufspielen, wie er will. Aber ich lasse ihn nicht unsere Mission gefährden. In dem Depot ist alles, was wir benötigen, um den Starhawk zu vernichten. Graham ist uns zwar im Weg, aber das macht ihn nicht zu unserem Feind. Wir werden alles daran setzen, die Ressourcen des Imperiums zu beschützen. Geh, mach dein Schiff startklar. Kirsten, es ist wesentlich besser. Es fühlt sich, ich hab viel mehr Kontrolle über das Schiff. Muss allerdings mich jetzt erstmal noch komplett umgewöhnen. Das ist nicht ohne. Ich habe die Steuerung komplett auf einem anderen Mapping gelernt. Und jetzt muss ich erstmal, wo es überhaupt schießen, so quasi. Wir haben vertraut. Wir haben gelitten. Wir sind beschädigt. Nein, kaputt. Aber das ist nicht das Ende. Das ist es nie. Die nächsten Schritte sind klar. Wir holen uns, spüren Vanguard auf und nehmen Rache. Der erste Crash war der schlimmste. Musste wieder lernen, wie man atmet, wie man geht. Ich habe das Cockpit in meinen Albträumen gesehen. Es war nichts Persönliches. Ein Rebell hat mich abgeschossen. Mein Partner schoss zurück. Aber Schmerz ist etwas Persönliches. Mein Team verdiente mein Bestes. Und das Imperium verlangte es. Also nahm ich es mit dem Schmerz auf, erhob mich und flog. Jetzt steht Nadiri an. Bis dahin. Bis dahin rächen wir uns, indem wir überleben. Wir kriegen das wieder hin. Ihn finde ich cool. Ihn finde ich richtig cool. Das habe ich beim letzten Mal schon gesagt, jetzt so die Perspektive zu sehen und das Imperium zu verstehen, dass sie auch einfach Ziele haben und Verluste haben, das finde ich, ist super wichtig. Es ist immer dasselbe. Bürokratische Bastarde wie Colonel Graham stehen immer im Weg. Meine Brüder starben sinnlos bei einem Rebellenangriff mit der 181. Ich gebe dem befehlshabenden imperialen Senator genauso die Schuld dafür, wie den Rebellen, die ihre Raketen abfeuerten. Such dir ein beliebiges militärisches Desaster aus. Es wird immer ein banterhirniger Bürokrat dahinter stecken. Captain Carroll hat für diese Mission die richtige Entscheidung getroffen. Gehen wir. Let's did it! Ich habe die ganzen Dialoge einfach übersprungen. Nee, ich will das schon mitkriegen. Ich bin ja komplett interessiert an dem Fluff. Ich liebe den Fluff. Ich will den Fluff. Auch wenn die Dialoge es einem nicht leicht machen, gebe ich ganz offen zu. Die sind ein bisschen müllig. Okay. Carol hat dir einen TIE-Abfangjäger zugewiesen. Cool. Ein Modell, das speziell für das Dezimieren feindlicher Jäger gebaut wurde. Genau dein Ding. Genau dein Ding. Let's did it. Okay. Ein Interceptor. Das finde ich geil. Let's did it, really? Okay, einen Bomber haben wir, zwei Interceptor, ein TIE. Oh, geil, Alter. Baby! Alter, die sind einfach großartig. Oh, geil. Die Titanstaffel hat Befehle, der Umgebung zu patrouillieren, um auf den feindlichen Angriff vorbereitet zu sein. Gut, mein Munitionsdepot ist so wertvoll, wie es auch vergänglich ist. Ich erwarte, dass ihr es mit eurem Leben beschützt. Oh mein Gott. Titan, aufteilen und das Depot ausspähen. Finde das Baradium, bevor Rebellen kommen. Verstanden.
I'm on my way, Sarah. Der hat einen Bomber, warum ist er schneller als ich? Verstehe. Einmal die Ziele abfliegen, ne? Oh, das Spiel sieht echt gut aus. Und Tower Nummer 3. Da lang. Kein Radio. Und bei dir? Dieser Frachter hat kein Baradium geladen, doch ich erkenne Erschütterungsraketen und schwere Ionenkanonen und Plasmabomben. Was hätten wir auf Endor mit diesen Vorräten alles erreichen können? Angriffs nutzen unsere Truppen bei Radio. Sie transportierten es mit Frachtshuttles der 10. Klasse. Wenn Brown bei Radio hat, hat er vielleicht das Gleiche vor. Mit bei Radio haben wir die Rebellen auf Jarvis aus ihren Löchern gebockt. Aber es hat die Rebellen nicht aus dem Weg geräumt. Es hat sie eingeäschert. Okay. Fühlt sich ein bisschen schlecht an, so eine fiese Scan-Nummer hier zu machen. Vor allen Dingen, hoffentlich bleiben wir unentdeckt, dass wir das tun. Aufgezeichnet. Wir sichern das Baradium während des feindlichen Überfalls. Okay, ihr sichert, ich schieße, oder was? Okay. Aus dem Hyperraum. Wie bestellt. Rebellenbomber zielen auf die Kontrolltürme. Hold X to hold power. Diese Bomber. Ah, Engine Weapons. Denkt daran, wenn Sie die Türme zerstören, verlieren wir das Depot. Dann wird die Overseer überrannt. Oder Schlimmeres. Dom 1 wurde anvisiert. Boah, Alter, die sind immer so schnell vor. Alter. Nee, okay. Lieber. Nee, nicht auf Engine. Ausgleichen. Bist wieder sicher. Ich hätte keine Hilfe gebraucht. Titan! Verteidigt Punkt 3 mit eurem Leben! Auf mich wird geschossen! Ich brauche Reparaturen! Danke. Wo sind die Jäger? Ich sehe sie nicht. Dir folgt jemand. Da sind die Bomber. Feindziel erwischt. Rebellenschiffe nehmen Turm 2 ins Visier.
drauf, 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 drauf. Komm, 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 Hülle weg, Hülle weg, Hülle weg. Jawohl, Hülle ist schon weg. Nächster Feind, da unten. So, erst Schild wegschaballern, zack. So geht das. Ich brauche Hilfe. Ich brauche dringend Reparatur. Jawohl. Rebellen auf dem Weg zu Tor 2. Oh, Scheiße. Seht ihr das? Schaltet es aus. Ich muss noch nachladen. Wie kann ich mich heilen? Boah, ich kann mit dieser Steuerung noch nicht. Ehrlich nicht. Ich brauche dringend Heilung. Ich muss hier erstmal ein bisschen Abstand gewinnen. Ich kann mich offensichtlich gerade nicht heilen. Heilen ist mit Y. Recharging ist aus, oder ist auf B? Muss erst nachladen. Nee, weg. Die Soundeffekte von der Laserkanone sind geil, ja, auf jeden Fall. Der Interceptor ist einfach ein geiles Teil. Aber den kannst du, wie du gesehen hast, umpusten. Ich schau mal ganz kurz in den Control, wo heilen ist. Y ist heilen, ne? Ping Target? Nee, überhaupt nicht. Wo ist Reparatur? Call for Resupply. Heilen, LB halten. LB halten. Steht da aber nicht. Steht da nicht. Titan, Streitkräfte der Rebellen treten aus dem Hyperraum. Wie bestellt. Aber danke, Club Invader. Rebellenbomber zielen auf die Kontrolltürme. Zerstöre diese Bomber. Seht daran, wenn sie die Türme zerstören, verlieren wir das Depot. Dann wird die Overseer überrannt. LB halten ist es nicht. Y halten ist es. Ich bin schon wieder weg. Das darf nicht zerstört werden. Ich krieg keine Heilung. Wie kann ich mich heilen? Ich kann mich nicht heilen. LB funktioniert nicht. Muss ich nochmal kurz nachschauen. Controls. Power Management. Nee, Maus. Tastaturcontroller. Nee, da ist es nicht. Controls. Ping Targeting. Target, okay, dann kann ich jemanden callen. Call ist halt gedrückt halten. Der Jäger muss eine Reparaturdrohne als Second Komponente haben, um sich selbst zu heilen. Okay, die habe ich dann nicht. Alles klar, also kann ich mich nicht heilen.
muss ich also warten, bis mich ein Kumpel heilen kann. Okay. Titan, Streitkräfte der Rebellen treten aus dem Hyperraum. Wie bestellt. Rebellenbomber zielen auf die Kontrolltürme. Zerstöre diese Bomber. Denkt daran, wenn sie die Türme zerstören, verlieren wir das Depot. Dann wird die Overseer überrannt. Oder schlimmeres. Feindliche Jäger nehmen Turm 1 ins Visier. Auf Reparaturen. Ich würde sagen, du schuldest mir was. Ich bin in Position. Okay. Warte, ich lade nach. Okay, er lädt es noch nach. Recharging, da oben kann man das sehen. Das dauert ganz schön lange. Ich muss einfach ein bisschen mehr Gas geben und darf nicht so offensichtlich hier abhängen. Das, was ich jetzt mache, ich muss jetzt hier Gas geben und weg. Turm 3 wurde anvisiert. Ich glaube, die schießen auf mich. Warte kurz, ich muss nachladen. Oh, warte kurz. Fuck, Alter. Fuck. Das ist nicht ohne, Alter. Ich krieg die ganze Zeit auf den Sack. Auto view your loadout. Okay. Nee. Titan, Streitkräfte der Rebellen treten aus dem Hyperraum. Wie bestellt. Rebellenbomber zielen auf die Kontrolltürme. Aua. Zerstöre diese Bomber. Denkt daran, wenn sie die Türme zerstören, verlieren wir das Depot. Dann wird die Overseer überrannt. Oder schlimmeres. Feindliche Jäger nehmen Turm 1 ins Visier. Zum Glück war ich gerade zur Stelle. Von hier kann man lernen. Okay, ich muss einfach ein bisschen flinker sein. Ich mach mal die Engine jetzt ausgeglichen, dass ich ein bisschen wendiger bin. Feinde unterwegs zu Turm 3. Wo sind die Feinde? Da sind die. Warte kurz, ich muss nachladen. Ich bin schon wieder gleich weg. Alter, das ist irgendwie, glaube ich, dass meine Strategie falsch ist. Titan, Streitkräfte der Rebellen treten aus dem Hyperraum. Wie bestellt. Rebellenbomber zielen auf die Kontrolltürme. Zerstöre diese Bomber. Ich glaube, die schießen auf mich. Wo kommen die jetzt schon her? Denkt daran, wenn sie die Türme zerstören, verlieren wir das Depot. Dann wird die Overseer überrannt. Oder schlimmeres. Überlass das mir. Sie sind auf Turm 1 aus. WTF. Der ist immer noch hinter mir. Hit and run mit dem Teil. Es klappt noch überhaupt nicht. Ich mach mal die Energie komplett auf die Antriebe. Titan, Streitkräfte der Rebellen treten aus dem Hyperraum. Wie bestellt. Rebellenbomber zielen auf die Kontrolltürme. Zerstöre diese Bomber. Daran, wenn sie die Türme zerstören, verlieren wir das Depot. Dann wird die Overseer überrannt. Oder schlimmeres. Feindliche Jäger nehmen Turm 1 ins Visier. Guck
guck mal, wie schnell ich fliege und der ist immer noch hinter mir. Wie kann das sein? Reparaturen wären echt hilfreich. Das muss auf den Weg. Ich brauche Reparaturen. Ich würde sagen, du schuldest mir was. Turm 3 wurde anvisiert. Keine Ahnung, ganz ehrlich. Bin unter Beschuss. Beschützt das. Muss erst nachladen. Sorgt für seine Sicherheit. Hey, das klappt auch nicht. Seht ihr das? Hallo Hafi, vielen Dank für den Sub. Sorry, habe ich gar nicht gehört. Dankeschön. Sorry. Ich kann mit diesem Jäger nicht fliegen. Ich gehe nochmal in den Hangar und schnapp mir nochmal das Schiff und wusel da ein bisschen dran rum. Hä, wir haben doch schon geredet. Ist der andere auch schon wieder da? Nee, ich will eine Mission starten. Das hätte besser laufen können. Wer hätte gedacht, dass ein zusammengeschustertes Kampfschiff gefährlich hätte... Muss ich mir alles nochmal angucken? Okay, ich muss mir alles nochmal angucken. Örtliche Rebellen planen einen Angriff auf das Munitionsdepot von Colonel Graham. Ihr werdet in der Graham während... Das ist ja nicht... Solange Graham... Laut dem Colonel, wenn wir diese... Solange der... Sichert das... Hafi, wie geht's dir? So, jetzt schauen wir uns das mal an. Hat dir einen TIE-Abfangjäger zugewiesen. Ein Modell, das speziell für das Dezimieren feindlicher Jäger gebaut wurde. Genau dein Ding. Okay, der hat hier keine... Ah, doch, da. Das hatte ich mir gedacht. Okay. Okay, neuer Versuch. Der Hauptfokus vom Spiel liegt im Raumschiffkampf? Ja, also es gibt nichts anderes. Es gibt ausschließlich Raumschiffkampf. Und so ein bisschen möchte das Spiel, glaube ich, in die Fußstapfen treten von X-Wing und TIE Fighter von damals. Aus dem Grund habe ich es auch erst versucht, mit Joystick zu spielen. Musste aber feststellen, dass es sich wesentlich besser eignet mit Gamepad. Hallo Brooklyn, schön dich zu lesen. Mein Munitionsdepot ist so wertvoll, wie es auch vergänglich ist. Ich erwarte, dass ihr es mit eurem Leben beschützt. Titan, aufteilen und das Depot ausspähen. Finde das Baradium, bevor Rebellen kommen. Wie geht's dir, Brooklyn? Was machst du Schönes? Kontrolltürme sind einsatzbereit. Die Rebellen dürfen nicht alle drei zerstören. Niemand würde so eine Kettenreaktion überleben. Komm ich dazwischen her? Wovon du redest, Chen. Was ja auch stimmt.
jetzt noch stehen. Wir können noch mehr Ressourcen da draußen haben. Forschung, Waffen. Ich weiß das übrigens zu schätzen, dass hier auch viele Leute abhängen, die eigentlich mit Star Wars nicht so viel abkönnen. Einfach nur, um den Abend mit mir zu verbringen. Ich finde das sehr schön. Hoffentlich könnt ihr euch ein bisschen für mich mitfreuen, dass es ein neues Star Wars Spiel gibt, auch wenn ihr selber damit wenig anfangen könnt. Ich finde es tatsächlich ziemlich cool. Hat mehrere Schiffe in diesem Gebiet. Visiert sie an und scannt sie nach Paradium. Titan 3, ausschwärmen und suchen. Ich scanne einen Frachter. Du auch, Titan 3. Kein Paradium. Und bei dir? Dieser Frachter hat kein Paradium geladen, doch ich erkenne Erschütterungsraketen und schwere Ionenkanonen und Plasmabomben. Sehr gut, Brooklyn. Was hätten wir auf Endor mit diesen Vorräten alles erreichen können? Komm, Titan 3. Ich habe einen Plan. Wo bist du denn? Während des Jabez-Angriffs nutzlose Truppen bei Radio. Sie transportierten es mit Frachtschuttes der Zeta-Klasse. Wenn Grom Baradium hat, hat er vielleicht das Gleiche vor. Mit Baradium haben wir die Rebellen auf Jabez aus ihren Löchern gebombt. Aber es hat die Rebellen nicht aus dem Weg geräumt. Es hat sie eingeäschert. Da sind sie. Da ist es! Baradium! Ich verfolge es jetzt quer über das Depot. Dein Rechner hat Schirche mit Squadrons, ehrlich. An eurer Position sammeln. Zieh hoch. Ausgezeichnet. Wir sichern das Paradium während des feindlichen Überfalls. Wir sind bereit für Sie. Natürlich kann man sich für dich freuen. Ist doch immer schön wieder, wenn was Neues kommt, worauf man lange gewartet hat. Ja, tatsächlich. Titan, Streitkräfte der Rebellen treten aus dem Hyperraum. Wie bestellt. Rebellenbomber zielen auf die Kontrolltürme. Zerstöre diese Bomber. Denkt daran, wenn sie die Türme zerstören, verlieren wir das Depot. Dann wird die Overseer überrannt. Feindliche Jäger nehmen Turm 1 ins Visier. Beschützt das! Oh shit. Fast schon wieder tot. Wieso sind die jetzt schon wieder hinter mir? Ich muss noch nachladen. Alter. Ich muss so ein bisschen gerade Slalom fahren und meine, die sind immer noch hinter mir. Du bist verfolgt. Oh Gott, ich hab mich aus den umgeguckt. Schalte das aus. Warte, ich lade nach. Oh je. Bist wieder sicher. Kümmer dich um deine eigenen Probleme. Oh, die sind alle dagegen geflogen. Ja, das wäre hier ein realistisches Szenario gerade. Du wirst verfolgt.
Unverschämter Abschaum! Krieg ich Energie? Nee. Schnell ein bisschen Abflug machen mit Fullspeed. Boah, Alter, ich bin gleich weg, ich bin gleich weg. All enemies, please. Komm. Aufbau! Weitere feindliche Jäger! Der Falterturm 2 avisiert! Okay, Schilde sind weg. Komm. Okay, jetzt aber hier Gas. Oh je. Vorsicht! Feindliches Schiff hinter dir! Keine Wuhuhu! Langsam kriege ich ein bisschen Gefühl mit Gamepad. Lädt immer noch nach. All Allies bleibt. Hier sind noch mal ein paar Y-Wings. Oh, hinter mir. Fuck. Ein Rebell verfolgt mich. Oh, ich bin gleich weg schon wieder. Fuck. Alter. Das ist nicht ohne. Das ist wirklich nicht ohne. Titan. Streitkräfte. Das habe ich gerade Energie verschwendet. All enemies. Die Rebellen treten aus dem Hyperraum. Wie bestellt. Ich schnapp mir erstmal hier die X-Wing. Ganz ehrlich, ich schnapp mir erstmal die X-Wing. Denk daran, wenn sie die Türme zerstören, verlieren wir das Depot. Dann wird die Overseer überrannt. Oder Schlimmeres. Ich bin in Position. Feindliche Jäger nehmen Turm 1 ins Visier. Boah, die halten aber auch aus. Das Schiff fällt auseinander. Zum Glück war ich gerade zur Stelle. Turm 3 wurde anvisiert. Komm her, mein Freund. Komm. Oh, scheiße. Okay. Das sieht jetzt schon ein bisschen besser aus gerade. Das soll wohl alles gewesen sein. Augen auf! Weitere feindliche Jäger! Oh, nee. Halt durch, komm, bisschen noch. Schalte das auf. Rebellen auf dem Weg zu Turm 2.
Nee, wo war er? Da. Okay, die nächsten Bomber sind da. Freunde, jetzt klappt so langsam. Flens, moin! Digga, also mit Gamepad ist wesentlich besser als ohne. Aber ganz ehrlich, das dauert jetzt einen Moment, bis ich mich erstmal eingegroovt habe. Komm, 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 geh weg. Komm, 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 komm. Schön runterschießen, das Ding. Schön runterschießen. Bam, 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 bam. Fuck. So. Junge, Junge, Junge. Rebellenjäger kommen aus dem Hyperraum. Gut Groove will Weile haben, sag ich ja. Ey, ich sag dir das. Aber es ist überhaupt, es sind Welten. Es ist mit Joystick so viel schwieriger. Nimm die Rebellen-Korvette unter Feuer. Die Korvette soll ich, ja, aber den einen mache ich noch, okay? Nee, ich brauch den gar nicht machen. Oje, oje. Wo ist denn die? Der Fighter-Turm 2 anvisiert. Wo ist sie denn? Da ist die Korvette. Alles klar, hab sie. Wieso habe ich eigentlich keine Waffen mehr? Weiß ich auch nicht. Sie sind in der Offensive. Schaltet die Korvette auf. Ich würde sagen, du schuldest mir was. Feinde unterwegs zu Turm 3. Ja, Feinde unterwegs zu Turm 3 mach ich gleich. Ich mache eben hier die Korvette. Jetzt ein Bomber, das wär's. Der Turm ist ja kaputt. Alter, wie lange denn noch? Warte kurz, ich muss nachladen. Ich befürchte. Das ist irgendwie nicht so richtig das Ding, oder? Ist sie weg? Ist weg. So, jetzt aber schnell die Bomber. Meine Güte. Gibt's noch überhaupt einen Bomber? Ja, da. Wo seid ihr? Wo seid ihr? Wo seid ihr? Hinter mir. Sie haben einen Turm zerstört. Oh nee. Weitere zerstört, verlieren wir. Wo ist der Bomber hin? Ich bin gleich weg. Ich glaube, ich muss erstmal ein bisschen Abstand gewinnen hier. Komm. Boah, Alter. Oje, oje, oje. Da hinten sind noch mehr Y-Wings.
Kein Supply. Ich, wie ich immer die Tasten verwechsel. Supply, please. Ich bin im Arsch, ich bin im Arsch, ich bin im Arsch, ich bin im Arsch, ich bin im Arsch. Ich bin so im Arsch. Boah, Alter. Junge, 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 Junge. Das ist so viel präziser als mein Joystick, aber ganz ehrlich, vielleicht habe ich auch einfach einen Gammel-Joystick. Auch das ist möglich. Zum Glück war ich gerade zur Stelle. Er ist schon wieder hinter mir. Das gibt's gar nicht. Verloren. Fuck, Alter. Diese Mission ist knackig. Ich habe keinen Gammel-Joystick. Wenn man momentan den Bug mit den Dead Zone gibt, die irgendwie 20%, selbst wenn man Option was anderes steht, ist ein realitierter Joystick. Er ist super spät. Was stand da? Warte mal. Ich muss kurz den Chat lesen. Sekunde mal, bitte. Rufelweiler. Dauert einen Moment, bis er sich eingeruft hat. Marcy seit 1,5 Stunden. Ja, aber jetzt mal ganz ehrlich, ich habe meine komplette Spielzeit in Rogue Squadron habe ich halt mit diesem Joystick. Das ist erstmal, bis ich überhaupt gerafft habe, wo die Belegung ist, das dauert einen Moment. Ehrlich mal, ich bin halt auch nicht der Native Gamepad Gamer. Ist das ein Wording? Kann man das sagen? Ich bin nicht so der Native Gamepad Gamer. Das ist ziemlich Jungsprech, oder? Boah, Junge, okay, nochmal rein jetzt. Junge, 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 Junge. Kackmission ist das. Ich konnte aber auch noch nie mit dem Interceptor gut fliegen. In allen anderen Spielen. Ist das eine Corvette? Oh, wir starten bei der Corvette. Autsch, Autsch. Au, au. Halte dein Heck im Blick. Rebellen auf dem Weg zu Turm 2. Feindziel erwischt. Ich hätte keine Hilfe gebraucht. Für Raketen drauf. Mal dann auf die Luzi und dann geht das weiter hier. So, jetzt hier wieder hinten run, ne? Wir müssen diese Rebellen-Korvette anziehen. Zum Glück war ich gerade zur Stelle. Brauche Reparaturen. Turm 3 wurde anvisiert. Wieso sind die immer hinter mir? Der Rebell folgt mir. Alter. Wie kannst du es wagen? Alter. Komm, 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 komm. Sie sind in Turm 1 aus. Out of range immer noch. Wie viel braucht sie noch? So viele Raketen, wie ich da reinjage.
Jetzt habe ich keine mehr. Supply, please. Der Feind hat Turm 2 anvisiert. Alter, ja endlich. Wo sind die Bomber? Meinen die echt, die könnten mit mir mithalten? Komme zu deiner Position. Und die Legende weg. Boah, machen die jetzt hier ein Y-Wing-Manöver hier oder was? Können die doch gar nicht. Wo ist der andere? Hier gibt's noch mehr. Unverschämter Abschaum. Gas, 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 komm, 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 komm. Jana, Jana ist zurück. Und Dirty Maulwurf ist da. Hallo, Dirty Maulwurf. Ha, die wollen mich wohl verfolgen. Du kannst mir nachher danken. Können die immer abwehren, die Raketen? Feinde unterwegs zu Turm 3. Ja, ich hab ihn gleich, ich hab ihn gleich, ich hab ihn gleich, ich hab ihn gleich, jawohl. Das alle Bomber? Und nun? Turm 1, Turm 3, Turm 2 ist Hops, ja? Alter, ey. Die werden zurückkommen. Mit Verstärkung. Was ist deine frühe... UZ-Chris, moin. Ich komm sofort zu meinem Fazit. Titanstaffel. Ich warte kurz den Dialog ab. Was soll ich machen? Da. Also mein frühes Fazit ist, es ist echt nicht leicht zu spielen. Ich habe jetzt, das ist meine zweite Runde, in der ich es spiele und die erste Runde mit Gamepad. Die erste richtige Runde habe ich halt mit dem Joystick gespielt, deswegen... kann ich auf jeden Fall empfehlen, das Gamepad zu nehmen. Es ist schon wesentlich cooler. Oh, wir werden beschossen. Konzentriert euch auf das Baradium. Wir erledigen die Gruppe von Shuttles. Wo sind die A-Wings? Da. Boah, fuck. Nächste A-Wing ist hinter mir. Aber ich fliege mal langsam wieder zurück zu den Shuttlen, die ich eskortieren soll. Und warte jetzt artig auf die A-Wings. Da unten sind sie. Nachtschatten sind auf dem Weg, aber verwundbar. Unterstützt die. Vernichtet diesen Abschaum. Boah. Jetzt habe ich gerade ordentlich was abgekriegt. Wo ist er? Beschützt das Baradium, Titan. Ah, immer dieser Doppelklick auf den Stick. Hervorragende Arbeit. Boah, wo ist er?
Schnell vorbei! Alter, das gibt's doch gar nicht. Du bist verfolgt. Out of range immer direkt. Das Baradium-Shuttle ist fast zerstört. Ehrlich? Wie kann das sein? Vernichtet ihre A-Flügler. Sind jetzt alle weg? Wir haben alles, ja. Was wir brauchen. Alter. Ihre Rebellenbasis, ihren Starhawk und Lyndon James. Oh, was eine Mission, ey. Feinde im Anflug. Ehrlich, nochmal. Sie haben eine Fregatte im Sand. Zerstört sie. Shen, übernimm das Kommando mit den Ionenbomben. Wir folgen dir. Konzentriere dich auf die Geschütze, sobald die Schilde der Fregatte unten sind. Okay. Alles klar. Ich bin leider nicht schneller. Oh. Oh, oh, ah, ah. Ein Treffer? Beeindruckend. Schilde sind unten. Schilde unten. Aber ich kann nichts anvisieren. Die Fregatte reißt uns in Stücke. Dann schalten wir ihre Geschütze aus. Konzentriert das Feuer auf die Turbolaser. Wer hätte es gedacht? Mir folgt jemand. Oh nein! Ich kümmere mich darum. Du schuldest mir was. Okay, aber so langsam habe ich dieses schnelle Wechseln der Energiereserven auf dem Gamepad besser drauf. Sie haben mich im Visier. Hopefully. Machst die Tired Anruf, mach nicht so einen Krach. Ich mach keinen Krach. Jawollo. Gute Arbeit, Titan. Ihr habt das Baradium gesichert und das Depot gegen die Rebellen verteidigt. Mission erfolgreich. War zwar ein bisschen schlimm für mich, eine Nebulon B-Fregatte zu erledigen, aber ich lieb die. Sorgt für sofortige Nachbesprechung an Bord des Depots an. Titan-Staffel kehrt gemeinsam zur Overseer zurück. Wir verlassen das Remetic-System. Captain, es gibt eine neue Mission. Meine Befehle kommen von weiter oben. Kein Speed mehr drauf. Boah. Trennt die Verbindung zu diesem Schwachkopf. Das wirst okay, du ich sag, du rettest gerade die Welt im Weltraum. Das okay. Verspreche ich dir. Das war heute leider auch die letzte Mission. Leider, leider. Ich muss nämlich jetzt gleich noch Technik abholen für morgen. Flens, bist du noch da? Flens, Flens, Flens. Wenn du noch da bist, melde dich einmal ganz kurz, bitte. Vielen Dank für dein Follow übrigens, Dirty Maulwurf. Ich krieg nicht viel mit, I'm sorry.
Aussehen tut es auf jeden Fall ziemlich gut, ja. Die Optik ist super. Ja, das war wirklich, also mehr habe ich da auch wirklich nicht verdient an Medaillen. Okay. Oh, ich befürchte, den Rest müssen wir wann anders machen. Auch wenn ich jetzt direkt Bock habe, weiterzuspielen. Freitag geht es ja schon weiter hier auf dem Sender. Und bis dahin muss ich euch vertrösten, aber es gibt einiges zu sehen auf Nerdstar TV und drumherum aus dem Nerdstar Studio. Wenn ihr wollt, jetzt Ausrufezeichen Spielplan. Morgen um 19 Uhr sind wir live auf rocketbeans.tv. Da produzieren wir hier aus dem Studio eine Quizshow, die wir dann auf den 24/7 Nerd Online Sender schicken, den jeder von euch wahrscheinlich kennen wird. Mittwoch haben wir zwar keinen Livestream, aber dafür Donnerstag um 11 Uhr gibt es Spawned mit Frühstücken und Freitag sehen wir uns hier zurück um 19 Uhr mit Star Wars Squadrons und dazu lade ich euch herzlich ein. Steht auf American Football, dann ist noch der Samstag für euch ein spannender Termin, also im Livestream-Chat. Auch zu Ausrufezeichen Spielplan, dort seht ihr alles einmal aufgelistet, dann könnt ihr euch das auch merken, ansonsten ist das immer viel zu viel Information, das alles mal eben so runterzurattern. Was nicht zu viel Information ist, ist mich zu bedanken für eure Gesellschaft heute. Ich bin für heute raus, macht es gut, habt noch einen schönen Abend und wir sehen uns, wie gesagt, spätestens Freitag um 19 Uhr wieder, wenn ihr möchtet. Nun aber ist jetzt gut, warte mal, 4 muss ich mir merken, da muss ich jetzt draufklicken. Also Freunde. Auf Wiedersehen. Tschüssi. Vielen Dank.